Jeder, der zu McDonald's fährt, braucht meiner Meinung nach das hier im Survival-Kit, nämlich Campingbesteck. Wieso? Stell dir vor, du fährst zu McDonald's zum McDrive und willst deinen geliebten Kuchen essen. Und du bist nicht bei dem McDonald's, wo dich alle kennen und sagen, hallo Reini, ja, da kriegst du, sondern irgendwer. Und du bist eine Nummer. Und du kaufst deinen Kuchen und sagst, darf ich bitte eine Gabel haben? Und die nette Dame am Schalter sagt, überhaupt kein Problem, können Sie eine Gabel haben von mir? Und gibt sie dir so raus. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn du die gesamte Geschichte hören willst, warum ich das nicht cool finde und warum du unbedingt im Survival Kit das hier brauchst, wenn du zu McDonald's fährst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, das wird ein ironisches, sarkastisches Spaßvideo, denn diese Teile hier, das ist wirklich billige Eigenwerbung, die gibt es bei mir im Shop. Gebe da unten den Link und ich will dir die gesamte Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin ein Zuckerjunkie und ich gehe andauernd zum McCafé. Und normalerweise habe ich meinen, ich fahre da durch den, bei dem McDrive durch und da ist alles gut. Und ich habe da meinen Stamm McDonald's und da ist alles gut. Und ich war auch heute woanders. Und das hat mich motiviert, dieses Video zu machen. Und zwar, es gab ja früher diese original verpackten Plastikteile und die wurden verboten, eingestellt und so weiter. Und ich finde das auch großartig, denn im Endeffekt ist natürlich so ein Holzlöffel umweltfreundlicher. Das ist mir vollkommen klar, einfach so vom System her. Trotz alledem, es gibt ja auch noch etwas anderes und das nennt sich Hygiene. Nicht, dass ich hygienisch wäre, aber ich möchte zumindest, dass mein Besteck halbwegs hygienisch ist, denn ich muss dir die Geschichte erzählen. Ich fahre zu einem fremden McDrive, den ich nicht kenne, und bestelle meine geliebte Kardinalschnitte. Ja, irgendwoher muss ich so fett werden. Was glaubst du? Glaubst du, dass ich durch Blätter esse so fett werde? Nein, da drinnen. Und ich, wie gesagt, ich bin nicht gesponsert von McDonald's. Auf jeden Fall, schau mal her. Oh, schau her. Oh, ist nicht nur für mich alleine, keine Sorge. Und das da, das ist meine. Und normalerweise, da ich ja sehr triebgesteuert bin, will ich die sofort essen. Das brauche ich einfach. Zumindest in meinem Kopf. Und ich sage, bitte eine Gabel dazu. Und weißt du, was passiert ist? Du wirst es nicht erraten. Ja, kein Problem, sagt die nette Dame zu mir und übergibt mir die Gabel so. So. Und ich könnte sie dann so nehmen und dann sage ich zu ihr, danke, aber könnten Sie mir eine Gabel nehmen, die Sie nicht an den Zacken in der Hand gehabt haben? Oh, Entschuldigung, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Und geht. Und kommt und gibt sie mir so. Besser, viel besser. Trotz alledem irgendwie Umweltschutz hin oder her. Es gibt so gewisse Sachen, wo ich da echt sagen muss. Das bedeutet, ich habe für mich ab heute etwas entschieden. Und zwar, da ich ja immer als Survivalist, ja, und doch konstruktiv paranoid bin. Ich weiß, dass das auch manche total irritiert, wenn ich sage, ich bin konstruktiv paranoid. Ich habe ja immer meine Ausrüstungsgegenstände mit dabei, die halt Sinn machen. Und in einem Auto ist das ja auch überhaupt kein Thema. Und da habe ich ja auch so ein kleines Backerl, Erste Hilfe einerseits und auf der anderen Seite natürlich, was ist, wenn die Welt untergeht? Ich da brauche ich Ausrüstung mit dabei. Und glücklicherweise hatte ich das hier mit dabei. Gips, das ist natürlich jetzt billigste Eigenwerbung. Die gibt es bei mir im Shop in unterschiedlichsten Ausführungen. In Kunststoff, von der schwedischen Armee oder von der deutschen Bundeswehr das Besteck oder hier solche Leichtgewichte. Auf jeden Fall, jetzt weiß ich, warum ich meine Survival-Ausrüstung immer mit dabei habe. Wenn ich meinen Kuchen essen will und nicht eine Gabel verwenden will, die irgendwer mit seinen rotzigen Fingern, mutmaßlich rotzigen Finger, in der Hand gehabt hat, so, ja bitteschön, hier wollen Sie noch eine Apfeltasche mit dazu haben. Ab jetzt habe ich mein eigenes Besteck. Und wenn du diese böse Erfahrung, weil du dein Körpergewicht mit McDonald's-Kuchen auffüllen willst oder mit irgendwas anderem und aufgrund der wunderbaren, netten Verordnung, die ich grundsätzlich gut finde, kauf da sowas. Kauf da sowas bei mir im Shop. Wie gesagt, billigste Eigenwerbung gibt es ganz günstig zu kaufen. Das gibt es dann in dein Survival-Kit im Auto hinein. Und wenn du vorbeifährst und dich die Kardinalschnitte oder Schokokuchen oder sonst irgendetwas packt, packst du aus deinem Survival-Kit das aus. Das heißt, du bist in allerlei Hinsicht ideal aufgestellt. Nein, ernsthaft, liebe Leute. Vielleicht sieht das irgendjemand von McDonald's, ich weiß, dass das ein Franchise-System ist, ist mir klar, aber irgendjemand, der dort irgendwas zu sagen hat. Dann geht es zu euren Mitarbeitern hin, die ja auch alle gut sind, das ist alles super und ich werde trotzdem wieder zu euch kommen und ich werde ab jetzt nur mehr die Kardinalschnitte bei meinem Stamm McDonald's essen, weil die machen das richtig. Bitte sagt zu euren Leuten doch,
passt auf, wenn wir schon diese Gabeln und Löffel und Besteck haben, dann denkt einfach daran, dass es vielleicht Leute gibt, die es nicht leiwand finden, wenn du, also gut finden, wenn ihr ihnen die Gabel so in die Hand drückst, dann bist du, da, Gabel zum Essen geben, ja. Bitte, das wäre voll super, wenn ihr ihnen das in einer Schulung ganz lieb und nett beibringen könntet. Daumen nach oben. Schreib mal einen Kommentar, wenn du das auch so siehst. Wenn du der Meinung bist, dass ein angerotzter Gabellöffelbesteck einfach nicht so lustig ist, wenn du dieser Meinung bist, dann schreib mal bitte gerne einen Kommentar. Schreib mir auch einen Kommentar, ob du auch ein Zuckerjunkie bist und auf solche Milchspeisen stehst. Wie gesagt, ich bin nicht von McDonald's gekauft oder so, irgendwas, ganz im Gegenteil. Und wenn du ganz lieb bist und jetzt einen Grund, wenn du einen Grund gesucht hast, dir Outdoor-Besteck zu kaufen für dein Survival-Kit, dann sei ganz lieb und schau vielleicht bei mir im Shop vorbei, das würde mir sehr nicht freuen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, ein paar andere Videos zum Anschauen und